Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier in der Zwerg aus dem Off. Ja, für das Finale von Factorio hatten wir einige, sagen wir, technische Probleme. Und, tja, seht selber, wo das hingeführt hat. Also ihr werdet verstehen, warum wir dieses Projekt dann doch nun relativ zügig beenden mussten. Einfach weil die Infrastruktur tatsächlich irgendwie nicht ganz so funktioniert hat. Wir auch nicht rausfinden konnten, wo es genau dran geliehen hat. Und, ja, nun, schaut selber. Viel Spaß beim Video und viel Spaß beim Finale von dieser Factorio-Staffel. Wir wurden auch gerade angegriffen. 120! 150! Geh raus da, Koblo! Verschwinde! Los! Nach unten links abdrehen! Schnell! Oh nein! Jetzt ist er aus dem Bild raus. Mit der Geschwindigkeit schaffst du es bis 22 Uhr eventuell aus dem Bahnhof raus. Ja, wenn er nicht vom Zug vorher überfahren wird. Wie schaut das dann bei Code Blue aus? Erscheinen wir dann einfach, weißt du, so plöpp? Ja, oder wie ist das? Ich glaube, ihr seid plöpp. Ja. Plöpp? Bin inzwischen bei 100, glaube ich. Tendenz leider steigend. Ja, mit. Mit mehr. Irgendwo hin. Ach komm, Lu. So. Ich probiere mal was aus. Kann natürlich jetzt voll die Leckparty werden. Ich fahre mal aus der Base raus. In Süden. Also, dann bin ich nämlich aus dem Core-Gebiet draußen. Vielleicht hilft das auch ein bisschen. Aber es dauert schon im Zug auch ewig. Lene, jetzt kannst du mal connecten? Mhm. Okay, Pazi, probierst du jetzt auch nochmal? Pazi? Sorry, musste kurz weg. Okay, probierst du jetzt auch nochmal mit dem Connecten, bitte? Oh, nochmal Internet, bitte. Und jetzt Code Blue, bitte. Alright. So. Boah, nee. Uff. Okay, nee, das hat keinen Wert. Ich probiere jetzt mal ganz kurz, ich schmeiße euch mal alle gerade wieder raus. Entschuldigung. Sorry. Und lade jetzt ein anderes Spiel. Okay. Und zwar, ich habe es extra noch gespeichert. Worker! Was? Ich lade jetzt den Safe Game, den wir zum Ende vom letzten Mal offen hatten. Ja, viel besser. Um Welten besser. Okay, bitte alle mal reinconnecten. Wirklich alle zeitgleich. Okay. Das ist was. Also ihr kriegt olympisches Gold im Synchron-Connecten. Ja.
Sehr nice. Goldmedaille. Hä? Auf Code Blue warten, damit wir alle gleichzeitig raufkommen. Aber was das jetzt war, weiß ich aber absolut auch nicht, ne? Weil jetzt ist wirklich um Welten besser. Gingen jetzt die meisten Drohnen gerade. Unten links ist nämlich alles leer jetzt, ne? Ja, ja, aber das ist die, dafür ist unten mittig eigentlich jetzt gerade die Hölle los. Oder kommt eine Armee rein? Also das Feuer geht schon mal richtig bitter, ne? Also das klappt ganz gut. Holy Macaroni. Okay. Scheint zu klappen zumindest. Schau mal ganz kurz. Ja, zumindest das Runterladen funktioniert recht. Ja. Zeitgleich. Das sollte, wie gesagt, das sollte ja auch gar kein Problem sein. Magst du einmal pausieren? Ich hole auf. Super. Ich pausiere. Für euch Konnektorhungrige. Also wie gesagt, jetzt läuft es bei mir im Host, also Host jetzt schon besser, viel besser. Das, ich weiß nicht, wie gesagt, das andere Spiel lief einfach nur eine halbe Stunde länger, keine Ahnung. Das heißt, in einer halben Stunde sind wir maybe nicht mehr spielbar, das ist möglich. Keine Ahnung. Super Eilen mit der Rakete bauen. Rakete bauen! Ich hoffe, dass die Bugs uns nicht vorher kaputt machen. So. We will see. Alles wartet auf Code Blue. Aber der ist gleich drin. Jetzt ist er drin. So, nochmal kurzer Test. Also von mir, von meiner Seite aus, ist okay. War schon mal besser, aber ist okay. Bin mir ziemlich sicher, dass ich Moonwalke. Bei Lenitz schaut's gut aus. Mhm. Pazzi, beweg du dich mal bitte. Pazzi ist super unterwegs. Ja. Jetzt bei der Code Blue ist da unten wieder. Jo, der Moonwalkt. Aber zumindest nur jeden zweiten Schritt. Könnte ein neuer Trend werden. Du kommst eigentlich ganz. Geworden. Jetzt kommst du richtig gut vorwärts, ja. Jetzt gerade ist es besser geworden, aber. Ja, schauen wir mal, wie lange das hält. Wir werden sehen. Also, solange es jetzt so halbwegs funktioniert, bin ich ja schon happy. Was ist denn das jetzt? Oh, irgendwas wird hier abgerissen im großen Stil. Ja, ich hab da mal ein paar Drohnen entlastet. Oh, das ist ja mega gut. Mal lieber rausladen. Ja. Ich setz mir immer die Kisten leer, wenn die halt gefüllt sind. Das tut halt einmal richtig weh, ne? Das tut einmal kurz weh, aber danach sollte es besser sein. Ja. Und die Drohnen hängen da alle und warten darauf, dass sie eingelassen werden. Also ich wollte jetzt auch keinen 10.000 grünen Schaltkreis bei mir mit Metall unterkriegen, weil dann wäre ich voll gewesen. Das ist maybe möglich, ja. Jetzt pass auf, wo ist Koblu gerade? Da unten. Koblu, sollen wir dir entgegenkommen? Soll ich dir einen Zug schicken? Nö, alles gut, ich bin ja gleich da. Okay, gut. Ganz entspannt. Dann, Lenitz, hast du dir grob Gedanken gemacht, wahrscheinlich bestimmt schon, wo der Silo hin darf? Hab ich natürlich, aber keine Ahnung. Weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir die Materialien dafür überhaupt haben, wahrscheinlich nicht. Jetzt mal eine andere blöde Frage. Wie liefern wir noch ans Öl irgendwas an hinten? Mit einer Anforderungskiste? Sollte eigentlich nicht. Die Holzgeschichte war nicht mehr, ne? War Überzug eigentlich gut. Okay. Hier gehen wahnsinnig viele Mauern noch weg. Wow, wo gehen die mit den ganzen Mauern hin?
Ich werde die Drohnen überlasten, check ich mal, ob wir genug Ressourcen haben. Koblu, Alter. Wir versuchen die Drohnen gerade irgendwie loszuwerden, ja. Und Koblu einfach ein epischer Strahl an Holz. Okay, ich fahr mal runter. Hauptsache raus aus diesem Moloch. Oh ja, ist viel besser auch jetzt schon, okay. Also wenn wir irgendwo 60 blaue Schaltkreise finden würden, könnten wir einen Raketensilo auf jeden Fall bauen. Kannst du das nicht irgendwo abgreifen? Vom Band direkt oder so? Irgendwas auf dem Weg dahin, ob ich irgendwo was vom Band klauen kann. Holler sagt gerade, ist auch einfach alles so gigantisch groß. Ja, das stimmt. Also wir haben halt, die Base ist schon wirklich groß. Hat so ein bisschen Prozessoroptik tatsächlich. Aber ja, die hat schon ein paar Meter. Nochmal Koblu. Soll ich nochmal zurückkommen und dich aufgabeln? Nö, alles gut. Okay. Ich lass mich erstmal treiben. Ganz entspannt abfrühstücken hier. Okay. Wird es bei euch gerade ein bisschen laggy? Ja. Ein bisschen, nee, ja. Grad, ne? Ein bisschen, also einmal so Laderuckler, je nachdem, wo ich halt hin war. Okay. Ich bin mir fast sicher, dass das an mir lag. Und ich bin mir auch fast sicher, ich weiß, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schildgeneratoren das Problem sind. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Das ist das Einzige, was ich in meinen Safe-Games noch nie verwendet habe. Ja, ich würde mir mal ganz kurz da was anlegen. Alle immer ringsraum abreißen einfach, weil ich glaube, brauchen tut man die eh nicht um. Ich denke auch nicht, dass wir die brauchen. Wir sind da recht gut aufgestellt. Jetzt ist gefühlt wieder 2 FPS. Ja, das liegt an mir. Ja, ich sehe es gerade, ja. Hab kurz im Stream gesehen, was du machst. Ja, yeah, oh, viel besser gerade. In dem Moment, wo ich sie abgerissen habe, habe ich schon gemerkt. Aber gib mir eine Sekunde. Schildgeneratoren abbauen oder was? Ja, alle Schildgeneratoren. Ich mach gerade einen Auftrag drüber. Achso, okay. Weil deswegen gerade, weil das der Blueprint-Editor ist, der immer über die ganze Mauer länger gezogen wird. Entschuldigung, es sind einige von den Dingern. Aber die hören ja in dem Moment schon, glaube ich, wenn der Abrissbefehl drüber ist, auf ihren Projektor zu nutzen, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie genau das ist. Nee, aber die werden ja instant abgerissen. Okay, alles klar. Aber es wird, ich habe den Eindruck, es wird viel besser gerade. Also dadurch, dass eben Baudrohnen an der Mauer noch rumhängen von den ganzen anderen Aufträgen, werden die instant gleich weggenommen, ne? Schaut mal, wie es jetzt bei euch ist. Ja. Besser, oder? Nicht verkehrt aus. War schon schlimmer. Koblu? Traue ich mich nicht zu bewegen. Beweg dich. Jetzt los. Schwing die Hüfte. Mach den Boogie-Woogie. Aber schaut doch gut aus bei dir. So schnell warst du noch nie. Koblu, lauf! Lauf, Koblu! Ja, schau dir den an. Ab und zu mal ein bisschen, aber das war jetzt wegen dem Safe wahrscheinlich. Aber macht den Eindruck, als wäre das Spiel glücklicher damit. So, hier drüben werden Mauern noch gebaut. Nee, Beton. Ja, Beton ist okay. Lenitz, wie schaut's mit der Betongeschichte eigentlich aus? Da waren wir richtig gut aufgestellt, ne? Also wir produzieren eine ganze Menge, aber wir verbrauchen halt auch eine ganze Menge für Gleise und sowas alles. Ja. Als wir so weniger Verbrauch haben, haben wir
kriegen wir das, glaube ich, halbwegs hin. Da hat man das große Lagerhaus. Ja, da wird halt instant abgeholt, ne? Also da wird. Wir produzieren halt fast 2.500 Beton pro Minute. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Ja, egal, auch wenn da nur eins drin ist, das wird halt instant abgeholt. Mhm. Das macht natürlich dann. 1000 gehen 600 in die Produktion, die anderen 2000 werden instant abgeholt. Ja, ist wirklich, da ist wirklich keine 100 Stück drin, ne? Das ist irre. Nee. Das ist halt immer der Weg, den die Drohnen brauchen, deswegen liegen immer so ein paar drin. Mhm. Auftrag kriegen, hinfliegen, abholen. Genau. Ich wünschte mir, die könnten irgendwie so, keine Ahnung, für 10 Betonflächen was mitnehmen, das wäre schon schön. Ja, einfach ein größere Fläche betonieren könnten auf einen Schlag. 3x3 Feld oder so. Ja, genau. Bauen können. Also je nachdem, wie viel sie halt mitnehmen können, aber wenn so eine Drohne voll ist, dass die halt irgendeine größere Fläche gleich macht, das würde halt den Auftragslast auch ein bisschen reduzieren. Wobei ich habe den Eindruck, es wird jetzt gerade ein bisschen mehr, ne? Jetzt hat er schon über 200 gelagert. Ich meine, die werden alle abgeholt, ne? Ist klar, aber ja, die sind immer direkt für das Abholen schon vorgemerkt. Ja, ja. Klar, logisch. Ich meine, wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug davon. Wir jetzt an den Zentralbahnhof eine Eisenkiste drin, da ist dann alles fürs Raketensignal drin. Okay, willst du den Position raussuchen? Soll ich das machen? Ja. Okay, warte kurz, dann laufe ich zu meinem Zug. Ja, nur für Produktion zuständig, nicht für Verbrauch. Ach so. Verbrauch ist eher so mein Ding, sagst du? Ja, also, okay. Ist ja schon. Ja, na gut. Was soll ich sagen? Du hast recht. ja. Dann komme ich mal zu dir hoch. Oh no. Really? Hui. Ja. Hui. Ich lehne das ab. Ich lehne das instant ab. Ich würde es auch ablehnitzen. Ist gleich wieder vorbei, aber ich kann die Alerts halt wahrscheinlich heute nicht mehr anmachen. Was für ablehnitzen? Was soll das denn jetzt damit zu tun? Durchgelehnitzt. Hört aber auch nicht auf, ne? Irgendwie gefühlt. Na doch, ich glaube jetzt. Ja, so langsam. Es kommen normale Nachrichten wieder durch. Ja. Ja, einfach ignorieren. Follower-Ziel erreicht. Follower-Ziel. Ja, die sind dann morgen wieder weg, ne? So. Ich bin schlecht, die Nacht eh wieder. Jetzt hat es einen Zwerg auch einmal erwischt. Früher musstest du das ja melden, ne? Ja, jetzt wissen sie ja schon Bescheid. Wieder. Das geht auch weiter. Haben sie ja nicht mal automatisch entfernt bekommen, durfte das per Hand hinterher gefühlt drin. Ja, ja. Aber er will noch mal, glaube ich. Ja, ja, er hat noch Bock. Ja gut, ich werde dann heute Abend, bis morgen früh, werde ich dann mal den Alert nachlaufen lassen, ja. Ach. Ja, aber es ist halt auch super blöd, weil es im Streamer auch nichts bringt, ne? Ja. Es ist halt einfach. Es nervt einfach. Es nervt einfach nur, ja. Es nervt auch die Leute, die dann nichts mehr schreiben können in der Zeit. Es ist halt einfach doof. Mein Bot aktualisiert sich durchgehend, ne? Also es ist wirklich, es geht immer weiter. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Bis das nächste Ziel erreicht ist. Was stellen wir ein? 5 Millionen! Yes! Oh nein! Ich halte jetzt einfach im Mund, weißt du? Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich bin ja schon still, ja? Weißt du, es wird jetzt so ein Silent-Stream, ja? Wo ich einfach da sitze und in die Kamera gucke. Emote-Chat aktivieren? Ne, die schreiben ja nichts. Das ist ja. Folgen ja nur rein, mehr machen. Genau. Ich kann den Streamlabs-Bot, der hat ja Moderatorenrechte. Das heißt, diese herzlich willkommen-Nachricht kommt trotzdem durch. Ja. Wenn es doch nur Subs wären. Ja, gut, dann, ja, nun. So, Chat, kriegen wir das hin? Wie volles Wander ist jetzt 200? Los. Ich habe keine Ahnung, das waren viel mehr. Also, ich würde.
Also ich würde mal schätzen, das sind unterm Strich, weil das läuft ja, der Bot aktualisiert sich ja nicht mehr. Das läuft, ich sehe das die ganze Zeit durchrennen. Der Bot haut es ja nicht durchgehend in den Chat immer instant rein. Ja, ja, genau. Also es läuft bei mir durchgehend die ganze Zeit. Also ich nehme mal an, das sind so 1000 bis 2000. Roundabout. Und die Idee mit dem Timeouten gar nicht mal so schlecht. Ja, viel Spaß alle per Hand zu timeouten. Nee, Streamlabs zu timeouten. So meinst du? Auch Moderatorenrechte und sowas alles wieder weg. Ich habe dieses Kanal bist. Okay, ich darf das nicht. Ich hab 5 Minuten mal. Ich werde nur dran denken, nachher wieder Modrechte zu geben. Nee, das geht tatsächlich. Ich kann auch Code Blue timeouten. Toll, immer wenn ich getimeoutet. Eigentlich ist, wenn Mod getimeoutet wird, müsste der Mod weg sein. Ja. Echt? Meinst du? Ja. Du musst dann auch wieder neu vergeben werden. Na. Ich hab's bei mir auch gemacht, bei Noreka. Und der hat nachher auch keine Modrechte mehr gehabt. Ja. Sag mal, dann, ich glaube, bei VIP weiß ich nicht, ich glaube, da bleibt's, aber. Nee, tatsächlich. Ich kann Streamless gar nichts mehr machen, weil User is banned. Er muss erst auf Timeout wieder raus, bevor er Mod werden darf. Ja, ja. Aber es läuft die ganze Zeit weiter, also ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Also ich würde gerne Code Blue, aber ich darf leider nicht. Na, Mann. Alter, Stefan. Seit gestern sind mir 6500 Bots gefolgt. Alter. Ja, das hört, also ich weiß nicht, wie viele das mittlerweile sind, aber es sind einige. Ich müsste jetzt auch aktuell bei so 2k sein, roundabout. Circa. Also wenn ich meinem Follower-Account glauben darf, müssten das jetzt mindestens 2k sein, die schon durchgerumpelt sind. Ätzend. Kann schon durchaus sein. Ja. So, dann machen wir mal sinnvolle Sachen. Alter, es leckt aber schon wieder ein bisschen, oder? Mhm. Nur minimal. Das in der Kiste ist alles, was wir brauchen, oder? Das ist einmal ein kompletter, nee, ein Rohr fehlt. Danke. Jetzt sind genug Rohre drin. 13,5 haben wir mittlerweile, ja. Gut. Wir wollen nur 90 Rohre und nicht 100. Ich reduziere jetzt mal gerade meine Landaufschüttungen auf 100. Ich muss ein bisschen aussortieren gerade, weil ich kann so viel Zeug nicht aufnehmen. Ich glaube, die Robo-Hangare auf 50 zu reduzieren, mit viel Platz in. Ja, das wird auch schon helfen, das stimmt. Dann braucht man noch. Dann brauchen wir noch weniger von denen. So, was brauche ich noch nicht? Das reicht jetzt aber eigentlich, ne? Ja, mit Platz ist es gar nicht, was das eine. Das sind 2 Reihen. Ungefähr. Gut. Platz, den du brauchst. Und dann baue ich dieses Raketensilo-Dings. Wo kommt das denn hin, das Raketensilo-Dings? Das haben wir uns noch nicht so wirklich überlegt. Seit wann gibt es denn eigentlich einen großen Akkumulator? Ist das irgendwie niemandem von uns aufgefallen, dass es auch einen großen Akkumulator gibt? Doch, doch, ich wusste schon, aber ich wusste, dass wir Betonprobleme haben, deswegen habe ich es nicht angesprochen. Also. Weil einer davon braucht 200 Beton. Bei den Betonaufträgen ringsherum wird es eine Weile dauern, bis wir da genug Puffer haben. Müssen wir da was mit Zug hinliefern in das Ding? Nee, aber wir müssten die Satelliten, die in der Base produziert werden, da hinliefern lassen. Okay. Oh, es wird langsam. Nee, es wird nicht langsam. Scheiße, es läuft weiter. Also die Satelliten produzieren wir hier ungefähr. Warte, nochmal. Mitten in der Base. Das ist noch aktiv, der Ping. Genau mitten in der. Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Drin. Ja, okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das am Ende von den. Davon, oder? Direkt oben drüber. Weit an unserem Startbahnhof, da ist auch noch schön Platz. Am Startbahnhof? Nostalgisch gesehen. Ach so, da, ja. Das ist eine coole Idee, ja, das nehme ich. Mach mal Autosave. Sicher, sicher.
wo gleich die halbe Stunde rum ist und muss von vorne. Jetzt habe ich mich verlaufen, verdammt. Entschuldigung, ich muss an Kublufo wieder vorbei. Das kann durchaus sein, dass in der halben Stunde halt ein paar Schildprojektoren fertig geworden sind, denn dies vorgelaufen ist. Dass dadurch halt schlimmer geworden ist. Das ist meine Vermutung, ja. Also das ist, ich vermute, wenn das daran lag, es läuft jetzt immer noch nicht butterweich, ne? Aber schon viel besser. Mhm. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Twitch? Twitch? What? Was ist das, eine Entschuldigung? Keine Ahnung, Graham. Was ist denn jetzt? Können wir aufhören? Was soll denn das? Ah, wir haben beim Geschenk von Grabken, ja, 9 Bonus-Geschenk-Abonnements oben draufgelegt. Ach, Quark. Also Grabken hat eins verschenkt. Oder 10 verschenkt? Ja, 10 verschenkt, ne? Glaub, ja, 5. 5. Ja, 5 und Twitch 10. Ja. No, echt? Geht das immer? Ah, ist ja wild. Das kann schon Ende September, kann schon sein. Ey, Grabken, ich danke dir auf jeden Fall für 5 verschenkte Subs an die Community. Vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich an Twitch auch, ne? Dankeschön. Alter, also, wild. Ganz, ganz wild alles. Heute der Tag ist irgendwie anders als die anderen. Ja, ganz wild. Ganz so, wilder Donnerstag. Und dann im September Sub-Geschenk-Abo. Wir legen gerade pro 5 Abos ein Abo oben drauf. Oh. Also irgendwie sind bei dir 10 draus geworden statt 1. 1, 10, das ist das amerikanische 1. Ja. Ja. Ein 0 interessiert ja nicht, die kann man ja voranhängen. 1, 0, Inch. Wir wissen ja auch nicht, was Meter sind. Also. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hört es endlich auf, aber es hört nicht auf mit den Follows. Markus! Danke dir für 25 verschenkte Subs an die Community. Und ich hoffe, ihr bedankt euch tausendfach und sehr, sehr ausführlich für die verschenkten Subs. Und bedanken dürfen sich Enz, Raz, Valoresh, Tag, Zweistein, Black Knight, Winson. Jetzt sehe ich es leider nicht mehr. Weil die blöden Follows wieder durchgelaufen sind von den Bots. Mann. Tut mir leid, aber ihr wisst, ihr alle, die beschenkt wurden, wissen Bescheid und bedanken sich bitte vielmals bei Markus der Franke. Das wäre wirklich, wirklich wunderschön. Generell, wenn ihr was geschenkt bekommt, einfach Danke sagen. Das ist sein Traum. So. Ich kann gleich unser Silo bauen. Möchtet ihr ehrwürdig an der Silo-Platzier-Zeremonie teilhaben? Ja, unter Moment noch. Ich mach doch. Stell mich mal mit Sicherheitsabstand daneben. Ja, bitte. Sicherheitsabstand mit Lock dazwischen. Also jetzt, wir haben ungefähr so, es sind mittlerweile schon 4K Bot-Follower. Das ist so doof. Das ist so dumm. Hm. Hat Stefanie mit seinem Raid einfach rübergebracht. Das ist ja wild. Stefan hat einen Raid dagelassen? Ja. Echt? Habe ich das nicht gesehen? Ja, das ist wahrscheinlich mit den Follows untergegangen, oder? Nee, das war schon davor. Echt? Es tut mir leid. Da gab es eine Runde Death World Factorio auch. Das ist mir wahrscheinlich an mir einfach vorbeigezogen. Es tut mir leid. Das passiert doch ganz schnell. Ich glaube, ich fliege gleich raus. Warum? Weil ich Richtung Base gehe und die Jumps einfach nur noch ins Unermessliche gehen. Ich mach mal kurz einen. Nee. Achso, du hast ich hab pausiert, damit du dich, damit es bei dir immer sich kurz fangen kann. Dann muss. Okay, ich bin getrennt worden. Ja. Hat sich nicht so ganz gefangen, würde ich sagen. Boah, ja, nee, bei nee, mir so ist aber wirklich. Auch. Bei mir wird's aber jetzt auch immer schlimmer. Schlimmer? Horstschlemmer? Horstschlemmer. Ich habe einmal kurz rausgetappt gerade tatsächlich. Ja, das geht nicht.
Das ist, ja, genau. Ist verboten. Und in dem Moment wurde es noch schlimmer. Ja. Einmal Spielende. Ja. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir ein kleines Projektchen hier so heute mal zum Finale bringen, weißt du? Ja, hat aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder. Auf jeden, mega gut. Ja, wenn das Spiel dann so ans Limit kommt. No, sollte es eigentlich nicht, weil mein Rechner kann das, locker flockig. Ja, die Internetleitung sollte, ist es auch nicht, die es limitieren würde. Weil das habe ich tatsächlich nämlich auch im Blick. Und meine Internetleitung ist langweilt sich des Todes. Dann magst du da mal pausieren kurz? Ich pausiere gerne. Für dich pausiere ich immer, Koplo. Weil sonst brauche ich es nicht mehr versuchen. Also, ja, ja. Ich komme nicht mehr rein. Ansonsten. Ich sehe schon wieder kommen. Die ganzen YouTube-Kommentare werden wieder sein. Ah, oh, Code Blue ist schuld. Wie kann er nur? Kauf dir endlich mal einen Computer. Ein Laptop reicht. Kauf was. Hauptsache jünger als 4 Jahre, bitte. Zappis hat auch heute eine Challenge gehabt. Da wäre doch vielleicht so ein Shadow-Buy-In möglich, oder? Ja, sowieso. Im Discord habe ich vorhin gesehen, hat Zabes für seinen Neffen oder was? Sohn vom Cousin. So, ja, okay. Andere Verwandtschaftsgrad hier einfügen. ja, was war das? MIFCOM oder so? Also super. Also, Preis-Leistungs-Biest. Du meinst Zabes? Zabes, ja. Ist auch Preis-Leistungs-Biest, ja. Bin ich schon drin? Du bist schon drin. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich wollte jetzt erstmal noch eine Sekunde abwarten, dass ich das bei dir fangen kann, wenn du erstmal drin bist. Und schon gehen die Jumps nach oben. 50, 60, 70. Wir wurden auch gerade angegriffen. 120. 150. Geh raus da, Koblo, verschwinde. Los. Nach unten links abdrehen. Schnell. Oh nein. Jetzt ist er aus dem Bild raus. Bei Geschwindigkeit schaffst du es bis 22 Uhr eventuell aus dem Bahnhof raus. Ja, ich, wenn er nicht vom Zug vorher überfahren wird. Ich glaube, vorher bin ich schon dreimal vom Spiel gekickt worden. Nee, du bist schneller, je weiter du wegkommst. Nee. Ich habe Angst, dass du, während du übers Gleis läufst, ja, dass der Zug dich einfach zweimal überfährt. Lauf nicht über Gleise, Code Blue, versuch's zu meiden. Als sie ja die Richtung geändert. Also ein Schritt nach dem anderen. Wie wäre das jetzt, wenn wir da einfach vorbeilaufen bei ihm? Das ist richtig bitter. Wie schaut das dann bei Code Blue aus? Erscheinen wir dann einfach? Weißt du, so plöpp? Ja, oder wie ist das? Ich glaube, ihr seid plöpp. Ja. Plöpp? Ja. Also wenn sich jetzt jemand neben mich stellen würde von euch. Also in 5 Minuten sag ich Bescheid. Okay. 5 Minuten ist okay für mich. So. Okay, Linitz. Aktiviere der Gerät. Muss ja neu gebaut werden, das dauert eine Weile dann. Ja, naja. Es gibt für Raketeneinheiten überhaupt produzieren. Mein. Huch, ich bin im Weg. Oh, ich bin auch nicht schnell. Aber ich bin schneller als Koblu. Es ist auch jedes Mal so punktuell, kommt immer so eine kurze Ladesequenz, wo einmal das Bild so richtig schön anfängt zum Stocken und dann geht es wieder ein bisschen weiter und dann stockt es wieder. Oh, okay, das wird schwierig. Hab keine Raketensteuereinheiten. Ich glaube. Bei den Atombomben hast du ein paar. Ja, oder sollen wir jetzt auch auf Eis legen? Ich glaube, es ist durch.
Ich glaube, es ist vorbei. Was ist vorbei? Streamlabs ist ruhig. Ja. Also. Ja, es ist durch. Das waren jetzt so. Was waren das? 5K? Ungefähr. 5000 Bots. Geil. Nein, Koblu! Es ist. Hat, glaube ich, keinen Zweck mehr. Ja. Ja, ich verabschiede mich unwürdig aus dem Projekt. Das tut mir so leid, Koblu. Aber dafür habt ihr eine sehr schöne Rakete da. Also das sieht doch schon mal. Also du musst aus. Also man könnte jetzt natürlich argumentieren, Koblu ist gar nicht weg von dem Projekt. Koblu sitzt in der ersten Rakete unten und macht sich bereit. Ja, also in Wirklichkeit ist er nur nicht mehr oben, weil er sich unten schon in den Raumanzugschlüpper rein bequemt, ja. Und wir ihn jetzt dann demnächst nach oben schießen werden, aber ich frage mich nur eins. Was fragst du dich? Diese Raketenstart. Ah, ja, jetzt, okay. Nee, ich frage mich nichts mehr. Also alles gut. Jetzt. Wir bauen ein Raketenbauteil. Aber ja. Das Projekt ist, geht zum Glück heute zu Ende, weil jetzt habe ich auch schon mega Performance-Probleme. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum. Ist auch wieder. Ja, die letzten Male auch gar nichts, aber heute ist echt furchtbar. Also ich weiß halt nicht wieso, weil wir bauen ja, also, weiß ich nicht. Woran könnte das liegen? Weiß es ehrlich gesagt. Also wir benutzen ja kein nichts irgendwie Sonderspecial-mäßiges, oder? Also ich meine, außer dass die Base groß ist halt, ne? Kann Licht ein Problem sein? Nee, oder? Licht kann allgemein durchaus ein Problem sein. In unserem. Weil die Mauer ist ja komplett beleuchtet. Gut, die Schienen auch irgendwo, aber das ist ja, weiß ich nicht. Hast du den Betonauftrag eigentlich auch rausgenommen? Nee. Da, wobei, da, also, das Ding ist, ich habe jetzt am die ganze Zeit immer weniger Drohnen mit Beton gesehen, tatsächlich. Weiß gar nicht, warum eigentlich. Weil es leer ist. Beton ist. Nee. Nee. Ich versuche jetzt gerade mal was besser wird. Das ist der Betonauftrag. Es ist der Betonauftrag? Ich habe die 1500 Beton hier rausgenommen, sprich, er bricht ja dann die Aufträge zum Bauen ab und ist instant besser geworden. Okay, warte, gib mir eine. Ich glaube auch, dass es ja Beton ist, weil unten rechts in der Ecke, wo ziemlich viel Beton noch offen ist und wenn die Drohnen da hinfliegen, fängt das Theater ganz am Stottern. Okay. Jetzt lass mich mal ganz kurz lügen, wo ist denn Beton? Im Löschauftrag. An der Mauer der ersten Seite wäre es theoretisch. Bauen. Nee. Oh ja, ich Beton ganz unten bauen, also Logistik ganz unten. Zu nehmen. Löschauftrag ist es halt nicht bei Objekt, sondern bei Karin. Ach so, okay. Bei wo? Du hast Objekte und Karin als Auswahl oben. Ah! Ja, okay. Und da kann ich jetzt dann Beton auswählen. Erst das Objekten alles rausmachen und dann kannst du das da rein. Okay, ich mache jetzt mal folgendes. Ja, nee, Moment. Das war nix. Das alles hätte er noch machen sollen. Ja, GG. Ja, GG. Ich hab das schon mal eine halbe Stunde laufen lassen. Gut, ach komm, andere Version, so 100.000 pro Seite ist doch gar kein Stress, oder? Also ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten.
So, Code Blue, komm jetzt wieder rein. Was soll denn das? Ja? Stell dich nur nicht so an, Code Blue. Dieses elende Rumgeeier die ganze Zeit. The Return of the Code Blue hier. Code Blue is finally awake. Möchte doch jetzt nicht mehr in den Raumanzug drin sein, verstehe. Müssen wir theoretisch noch den Abrissaufträge abbrechen. Genau. Oh Gott, das ist auch eine gute Idee. Warte. Bin dran. Wie wurde denn schon gebaut? Da sehe ich schon mal 6.000. Da hoch haben wir, ja, auch schon 40.000. Ist doch ordentlich. So, fertig. Problem gelöst, Leute. Naja, mehr oder weniger. Ich denke, da sind jetzt gerade so viele Drohnen gestartet. Und haben auch noch Wahnsinn. Mal alle wieder nach Hause kommen und wissen, was sie jetzt überhaupt machen sollen. Ja, ja, die sind gerade etwas maximal verwirrt. Schade. Mit Beton ist ein bisschen problematisch geworden. Warte mal, ich mach mal kurz ein Spiel pausieren, damit Code Blue nachkommt. Weil sonst kommt der überhaupt nicht mehr rein. Wobei, es ist jetzt aber nicht besser geworden irgendwie. Nein, nicht viel. Dann lassen wir erstmal die Drohnen nach Hause kommen. Dann gibt es ja einmal jetzt irgendwas anfliegen, damit sie wieder resettet werden. Also ein bisschen der Auftrag ist entweder abgebrochen oder ja, nicht mehr vorhanden oder wie auch immer. Da die alle gestartet sind, dauert das jetzt ein Schlückchen. Mhm. Beton hätte der Zwerg händisch liegen müssen. Hey, so nicht. Ja. Ja, doch, bin da schon bei Nitram. Oh, so jede Kachel aber einzeln, bitte. Ja. Aber mit Liebe dann so hingelegt dann. Mhm. Ja, genau so. Mhm. Bei allen knapp 500.000 Kacheln, die wir bauen wollten. Ich finde auch, das ist wichtig und richtig. So, Code Blue, beweg dich bitte einfach nicht. Einfach don't do anything. Bleib stehen. Das ist zu 80% heute mein... Also, was anderes mache ich bis jetzt nicht. Also das Ding ist, die Drohnen sind halt jetzt auf dem Heimweg. Das ist, wenn du auf die Map guckst, unten rechts sind die unterwegs. Da sind die mit Abstand die meisten unterwegs. Und ich glaube, die machen auch das Problem, weil das echt viele sind. Ja, ich kann gerne mit einer Artillerie da unten reinballern, sind ein paar Drohnen weniger. Ich glaube nicht, dass das hilft. Schau mal. Wir brauchen jetzt einfach eine Weile bis nach Hause. Wobei, aber... Ich glaube auch, die links oben sind ein bisschen schlimmer als die rechts unten. Oh, da wurden wir gerade angegriffen. Stell ich gerade fest. Ich denke mir gerade, hä, warum ist da eine Feuerfontäne? Ganz komisch. So. 15%, Leute, wir sind fast weg hier. Ich traue mich jetzt keine Pollution zu erzeugen, ehrlich nicht. Ja, vor allem bringt die ja eh nichts. Hast du eine Ahnung? Also die Evolution springt die ganze Zeit hin und her. Also von 98 runter auf 95, dann wieder auf 97, dann wieder auf 98. So, Pazi, ich hoffe, du bist bereit. Das herausfordern, ne? Du wolltest es so, Pazi. Ja? Ja. Vollgas. Also jetzt haben wir den höchsten Evolutionsfaktor, der aktuell wählbar ist. Wird ja auch Zeit, ey. Herr Pazi, ich hoffe, ich müsste die durchkommen. Rumrennen. Das kitzelt die nur noch mit irgendwie 5% Leben oder so. Nee. Pazi, ich würde vorschlagen, du übernimmst bitte die Nordmauer. Oder, nee, pass auf, wir machen das anders. Du übernimmst bitte die Nordmauer in der Sicherung. Lenitz, wenn möglich, die Ostmauer. Ich übernehme die Südmauer und Code Blue, schau zu. Wäre jetzt mein Vorschlag gerade so. Und wenn Code Blue sich wieder bewegen kann, also nächstes Jahr, dann würde ich fast vorschlagen, dass wir es dann so organisieren, dass Code Blue dann die Westmauer nimmt. Ja, du, ich bewege mich auch gerade im Moment nicht wirklich schnell, ne? Niemand bewegt sich gerade schnell. Ich versuche jetzt mal aus der Base rauszukommen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Ich versuche gerade die Raketensteuereinheiten nachzuproduzieren. Ich bin bald raus! Ich will der Code Blue mitnehmen auf dem Weg runterwärts. Das wird schon helfen für ihn, glaube ich. Bin ja schon rausgeflogen. Du bist schon wieder raus? Ja, klar. Ich habe mich nicht bewegt und der Timer mit den
Jumps springt auf 1200. Und weil er die 1200 erreicht hat, schmeißt er mich auch aus dem Spiel raus. Ich hab's geschafft. Nein. Ich bin sehr stolz, dass hier über 100 Leute sich das antun, wie ich hier die ganze Zeit rein und raus gehe. Ich glaube ja einfach, dass Code Blue übergelaufen ist, so wie der Chat gerade befürchtet. Code Blue ist einfach übergelaufen und wurde zu einem Bug. Der Code Blue Bug? Ja. Er ist einfach jetzt der Insektenkönig. Der Insektenkönig, Alter. Ab morgen müssen wir ihn alle Tarantula nennen. Die blaue Spinne. Nicht die freundliche Spinne in der Nachbarschaft. Code Spider, ey. Ja, besser als wie Spider-Code. Vielleicht. Aber ich habe die Nordmauer erreicht. Es war eine rucklige Angelegenheit, aber ich bin angekommen. Also ich bin auf halbem Weg zur Südmauer jetzt gerade. Ja, so ganz Nord bist du ja auch noch nicht, ne? Also, weiter kommst du nicht. Ja. Wir werden auf jeden Fall durchgehend angegriffen, ne? Das wollen wir ja. Das ist richtig. Also ich versuche jetzt einfach jeden Ort, wo wir angegriffen werden, ein bisschen noch weiter zu verstärken. Weil die kommen ja doch immer von einer Seite. Ein Leichtboot. Hängt nicht nur an Raketensteuereinheiten, auch an Leichtbauteilen. Wir sind hier alle hingehen. Ich auch nicht. Tatsächlich. Haben wir da eine große Produktion für? Ich glaube, wir hatten da nicht wirklich viel Produktion drin. Also ich denke, wenn Cold Blue jetzt sagt, das ist für ihn alles kein Problem mehr, das ist ganz gut. Lenitz, wie schaut's denn aus? Wann schießen wir die erste Rakete ungefähr? 10 Minuten, 20? 50% haben wir. Ich weiß nicht, wie schnell die Produktion nachkommt. Das meiste schon anhand von Maschinen, die direkt daneben stehen. Und mit Hand sammle ich die ganzen Sachen zwischendurch auf, um Produktion zu halten. Ja. Versuch so schnell es geht, aber versprechen kann ich es nicht. Ja. Wow, da kommt eine große Menge. Westmauer. Oh, die stehen an der. Die kommen gut ran. Aber die laufen, müssen halt alle durch die Flammen durch. Also je mehr die angreifen, desto mehr ist da ein Flammenteppich. Uff. Aber das war ein ordentlicher Angriff an der Stelle.
Oh, oh, oh. Sag mal, Lenitz, das mit dem Schweröl, das war ja geliefert worden an einen Zentralbahnhof im Süden, ne? Mhm. Das ist so ziemlich mittig im Süden irgendwo. Ja. Da. Ja, ich seh's. Dann von da... Wir werden jetzt gerade so angegriffen. Der ist dann verteilt. Ja, wir werden gerade so viel angegriffen an den ganzen, an allen Mauerabschnitten, dass der Druck auf dem Rohr ein bisschen nachlässt. Aber nur sagen wir zwischendurch keine Pumpen drin sind. Auch im Bahnhof liegen im Moment noch knapp 260.000 Schweröl. Ja, aber wir wurden auch quasi nie angegriffen. Und jetzt werden wir gerade an allen Ecken so ein bisschen angegriffen. Ja, beim Koblue brechen sie noch nicht durch, aber sie kommen auf jeden Fall an die Mauer ran. Ja, auf der Westwohner steht auch das wenigste, ne? Da kommen, die kommen dauerhaft. Die kommen jetzt wirklich in einer Tour an der Seite. Code Blue, bist du in der Ecke? Noch nicht. Ich mach mich jetzt gerade auf den Weg. Es hat ewig gedauert, bis mein Zug mal da war, weil der am anderen Ende von der Karte war. Also momentan hält die Ecke noch gut stand, aber es kommt ja wirklich eine Welle nach der anderen. Da kommt schon die nächste, glaube ich, wieder. Ich mach mich jetzt auf den Weg. Aber dauert natürlich ein bisschen. Ja, ja, klar. Also mit den Zügen, also vorher würde ich sagen, ja, so Schweizer Bahntakt. Jetzt sind wir bei der Deutschen Bahn. Hier an der Ecke. Ja, genau, da fahre ich gerade hin. Ja. Okay. Ich meine, das Gute ist, das wird alles nach und nach repariert, ne? Aber es dauert halt eine ganze Ecke, bis die Drohnen dort sind. Um die Reparatur durchzuführen. Lenitz-Seite wird gerade angegriffen, aber das ist easy. Ich muss mal kurz in die Base hoch. Weil mir fehlen Ressourcen. In die Base hoch. Ich hoffe, das geht jetzt hier unten gerade klar. Aber im Zug zu reisen ist tatsächlich sehr angenehm. Nur ungewohnt langsam. Ungewohnt langsam, aber angenehm irgendwie. Das ist so eine schöne Geschwindigkeit, wenn du das Laufen jetzt momentan eher gewohnt bist. So, bei Code Blue in der Angriffswelle. Da kommen die nächsten rein, so langsam. Die Mauer gibt nicht nach, aber sie ist, ja, war schon mal schöner. Ach, da ist ja eh kein Problem. Alles easy da auf der Seite. Welcher? Auf West.
In Norden sowieso. Ja. Ab und zu mal, aber. Nee, bei Code Blue, die greifen so vehement die eine Ecke an. Da wo Code Blue jetzt gleich ist. Also ja, ein bisschen südlicher. Und da die Mauer haben wir zum Teil schon gelbe Elemente. Das ist natürlich nur die erste von drei Mauerabschnitten, klar. Aber wenn die Mauer angreifen, dann ist das natürlich schon so eine Sache. So. Unten nicht angreifen, wundert mich. Jetzt schauen wir mal gerade. Ja, okay, dieser Advanced Laser Turret ist halt schon. Der fetzt, ne? Der kommt ja gar nicht einmal irgendwas in die Nähe. Ja, aber der braucht unglaublich lange zum Nachladen. Ja. Aber wenn der einmal feuert, dann macht er halt auch bös Flächendamage, ne? Ja. Der haut alleine schon die ganze Truppe um. So. Ja, was mich halt echt wundert, ist, dass so wenig die Aliens so wenig spreaden. Normalerweise bei der Umweltverschmutzung müssten Nester aus dem Boden gestampft werden, wie sonst was. Ja. Da dürften wir eigentlich gar nicht nachkommen. Ja, da kommt schon wieder die nächste Truppe. Darf's noch nicht vergessen, vor einer Viertelstunde oder einer halben Stunde sind noch alle erstmal wieder gelöscht worden und mussten neu spawnen. Das dauert ja ein bisschen. Ja, aber es war ja auch die ganze Zeit hier über kaum Nestentwicklung, was meine ich. Ja. Aber das lag ja daran, dass die bestimmten halben, das halbe Projekt auch mehr oder weniger stillstanden. Ja. Einfach weil wir es nicht gemerkt haben, dass sie sich irgendwann mal festgebackt hatten und dann warum. Ja, im Süden haben sie ein bisschen Stress gemacht. Aber jetzt nochmal von einer ganz anderen Richtung. Ist ja auch nicht. So. Welche Geschütztürme stehen denn da sonst eigentlich da unten? Was sind das für welche? Advanced Beam Turrets. Advanced Beam Turrets und das andere sind Advanced Laser Turrets, richtig? Ja. Advanced Laser Turrets, die sind so teuer zu bauen. Aber davon haben wir eine Menge. Ja? Glaube ich. Ja, 1400, du hast recht. Oh, kurz sagen. Also ich produziere auf jeden Fall gerade von diesen Advanced Laser Turrets ein paar, weil wir da zumindest aktuell haben wir 13, die wir bauen müssten. Und die baue ich jetzt einfach mal in der Hand ein bisschen durch. Dann werden die natürlich rausgeliefert, dann werden alle Mauerabschnitte ein bisschen verstärkt. Sind noch 9 offen, sagt er mir gerade. Someone says better when you hold on to
12 insgesamt scheinbar. Patzi, hast du gerade genukt? Vielleicht. Aber vielleicht. Ja, huch. Ja, Fotoshooting. Ach war so. Nur Blitzlicht, war nur Blitzlicht. Kleines Gewitter, hä? Huh? Ja. Hochgewitter. Zwerg, spürst du es auch schon wieder in den Knien? Es sieht ein Gewitter auf. Das spüre ich eher im Gehirn. Gehirn. Boah, ich produziere gerade 12 Advanced Laser Turrets. Oh, wir haben im Süden. Ah, ja. Uiuiuiui. Ein bisschen Mauerschaden ist durchgekommen. Aber auch da, hier stehen, also da, wo keine Advanced Laser Turrets stehen, da kommen die an die Mauer ran. Überall sonst kriegen sie es nicht hin. Ich meine, ich kann den nicht so ganz so schnell bauen, tatsächlich. So. So, ich produziere jetzt dann noch mal ein paar von den Dingern. Was ist jetzt hier? Okay, eine ganz leichte Produktion, damit wir von diesen Advanced-Dingern wenigstens ein paar mehr hinbekommen. Fliegt eine Atomrakete durch die Gegend. Das macht mir jetzt gelinde etwas Sorgen. Stell dir vor, die Drohne stürzt ab. Huch. So. Inzwischen gar nicht mehr gespeichert, bevor wir sowas machen. Einfach no risk, no fun. Was willst du machen? Ja, es wird schon. Ich hab da Hoffnung. Ich glaube, wir schaffen das. Mit der Kraft des einzig wahren Bärts. Ihn hier lesen, schon wieder die Pollution. Zwerg spielt schon wieder an den Gasleitungen. Also ich sag euch eins, ne? Das ist jetzt mit Abstand das ist das, wo sie uns beim letzten Mal einfach zerlegt haben, ja. Da haben wir genau das gleiche gemacht. Ich will's jetzt wissen, Rakete raus oder ne? Also was ist jetzt? Lenitz! Bleib einfach an der Rakete stehen, so bei 93% nicht drück Instant abschießen. Ja, bitte! Ja, hoffen wir, dass es halt wieder so funktioniert wie das letzte Mal, wie wir das erste Mal probiert haben. Also die Entwicklung steigt auf jeden Fall rasant, ne? Ich verteidige einfach die Rakete, das ist mega, was mit der richtigen Base passiert. Ja.
Alle zur Rakete! Ja. Auf Code Blue Seite gibt's ein bisschen Stunk, aber nicht viel. Lene Seite hat auch noch mal ein bisschen Feuer gekriegt. Ja, aber die halten schon deutlich länger im Feuer durch. Oh, da kommt noch mal was Größeres auf Lene Seite. Also ich muss schon sagen, die Advanced Flame, also diese Flammenwerfertürme, die machen schon richtig Wumms, ne? Also alles andere haut schon rein, aber die sind nochmal outstanding von ja, die sind nochmal eine ganz andere Nummer auf. Das Einzige ist halt, die fressen irrsinnig viel Performance, wenn die gleichzeitig schießen. Ja. Oh, da ist Stein. Wollen wir Stein anschließen? Weiß ich nicht. Uran 2,1 Millionen. Geil. Mir fällt gerade auf, es sind nur noch vier große Türme offen, oder? Nee, das kann doch nicht sein, dass wir so viele jetzt gesetzt haben. Wenn, dann sind die gerade alle unterwegs. Wir müssten aber auch zu Code Blue welche unterwegs sein. Was habt ihr geladen? Lichter. Schön. Gut. Ich hatte eine Lichtproduktion schnell eben gebaut gehabt. Ach so, ja, das ist natürlich praktisch. Für die letzten Dingers. Ja, aber irgendwie vorhin waren 606, jetzt sind es 570, die noch fehlen. Also ich glaube, das sind einfach viel, viel mehr. Ich glaube, das sind so viele, dass der das nicht mehr berechnet. 600 sind die, die er sich merkt, wo er es sofort sieht und alles andere ist dann danach. Das Ding ist, das kann natürlich auch sein, wenn dann so viele dahinter noch stehen, ähnlich wie bei der Betonplatte und so weiter, dass das halt auch ein Performance-Killer ist, weil er die nicht in den Hauptspeicher reinladen kann. Weißt du? Das kann durchaus sein, ja. Dass es so viele einfach noch offen sind, dass er das irgendwie immer neu berechnen muss, die ganze Zeit. Ist auch wichtig mit Nachtsichtgeräten, dass wir gutes Licht haben. Ja, naja, das ist eine optische Frage. Auch die Aliens müssen wissen, ab dieser Mauer beginnt die Zivilisation. Ja. Nicht nur eine Mauer, sondern auch noch eine Lichtmauer. Eine Lichtmauer, ja. Oh. Wir sind Lichtgestalten auch. Von der Rakete auszusehen, oder nicht? Du willst ja von der Rakete auch aussehen, wie von oben, ne, wie bei im Flugzeug. Sag mal, Lene, jetzt sind wir jetzt hier bei 98, sehe ich das richtig? Nice. Oh. Ich sammel ja die ganze Zeit, weil das Base wieder alles zusammengesammelt, was ich an Resten gefunden habe, um es zu beschleunigen. Deswegen stehen die ganzen Produktionen da ringsrum. 99? Der Hand zusammengesucht. Aber es ist mit Liebe gemacht, ne? Also ich hoffe, da ist auch ein Herz dran, wenn du das jetzt hochstartest. Ich dachte, du kommst starten. Ich? Uns alle zusammen hinstellen. Wenn ich mich bis dahin bewege, dann fliegt mindestens Code Blue raus. Muss Code Blue vorher da sein. Oh. Es bewegt sich. Lenitz, push the button. Geht noch nicht. Lenitz, drück drauf endlich. Drück. Dann haben wir gewonnen. Weißt du, haben wir es endlich gewonnen. Und dann kann ich endlich auf die Leertaste drücken und die Bomben in die Base rein. Was? Was? Das ist der einzige Grund, warum ich da nicht raufdrücken möchte. Oh. Push the Button. Ich da wirklich drauf drücken? Drück drauf. Noch können wir es. Warte, 5 Minuten ist alles vorbei. Oh. Holy Macaroni. Ready to take off. Oh. Ja, kriegt schon ein bisschen Geschwindigkeit. Das ist halt große Rakete, dauert bis. Ui. Aber die Rakete sieht genauso aus, man könnte sich richtig drauf das vorstellen, dass das Zwerg zusammengeschustert hat. Ja, absolut. Beste Rakete EU West, ja. Weg ist sie. Sieg! Wir haben gewonnen! Okay, wir haben auf jeden Fall am meisten Bäume getötet. Ich ja. Weiß nicht, wer das gewesen ist. Ja, Million. Don't know about that. Nur gut, dass 291 Bauroboter draufgegangen sind. Ja, gut.
Ein bisschen Schwund ist ja auch immer, ne? 64 Stunden. Das ist wirklich ein bisschen was. Also ich komme mir, es kommt mir ein bisschen vor, als wären, als hätten wir irgendwie mehr Zeit hier rein verbracht. Ach, nach heute glaubst du wirklich? Gut, ich glaube 2 Stunden so sind ja weg durch den Versuch des einen Tages mit Pollution zurückzusetzen danach dann. Ja, das stimmt natürlich. Ja. 2 oder 3 Stunden waren das ja auch nochmal, die da drauf kommen dann. Ja. Schön, meine Lieben. Ich würde sagen, wir reizen unser Glück überlebt. Nicht mehr weiter aus, oder? Lass uns mal am Hauptbahnhof treffen, so wie sonst auch immer. Also am neuen Hauptbahnhof. Ich versuche mich absichtlich gerade nicht zu bewegen. Kommt einfach dahin, wo ich stehe. So. Jetzt haben wir 1000 weiße Fläschchen für die Forschung für Cold Blue. Oh. Du bist ein Hauptbahnhof. Dann laufe ich lieber runter. Patsy wird wahrscheinlich Spider-Tronnen. Kein Feuerwerk? Weiß ich nicht. Feuerwerk? Mal ja noch ausprobieren. Feuerwerk? Das ist halt mit einem Raketenwerfer bauen, zweiten. So. Meine Artillerie schießt sicher längst sein Atomkraftwerk weg. Damit habe ich ehrlicherweise gerechnet. Alle Kanonen sind schon darauf gerichtet. Kein. Hätte niemand geahnt, Bazi, dass das passieren wird. Mhm. Ja, das ist schon eine Überraschung, ja. So was Diabolisches von mir. Aber ich brauche ein bisschen mit dem Spire schon. Der Witz an der Sache ist, dass AKW läuft ja noch nicht mal. Aus. Ja. Dann können wir es einfach wegschießen. Dann ist es schon egal. Also die Westmauer steht. Ja. Also alle Mauerabschnitte haben bis jetzt gehalten, auch wenn wir wirklich an mehreren Flanken permanent angegriffen werden. Also mal ehrlich, wir kriegen aber teilweise sogar eingeschenkt, ne? Also es ist nicht so, dass wir da dass das eine easy Nummer wäre, ne? Also da gibt es manchmal auch schon tatsächlich Ärger. Das richtige Sinn ist an der Ostmauer fast nichts beschädigt. Zumindest fast. Mhm. Ich glaube, die meiste Beschädigung ist durch Eigenbeschuss, durch Feuer entstanden. Ja, wobei Feuer an der Mauer ja nichts macht, ne? Nicht? Nö. Nö, passiert nichts. Das ist wirklich, wenn die da hinkommen. Also wenn die einmal kurz dagegen hauen, dann beschädigen die halt die Mauer immer wieder. Und dann dauert es halt ewig und 3 Tage, bis irgendeine der Baudrohnen vom anderen Ende der Karte mit einem einzigen Werkzeug darunter fliegt. Ich hab da mal eine Frage. Ja. Auf dem Ping. Warte, Ping? Wo ist er? I don't see. Rechts unten. Ich sehe ihn nicht. Rechts ja, unten. Ja. Mhm. Die Mauer sieht schwierig da aus, oder? Nun. Möglicherweise gab es da. Abgestorben eventuell? Ich glaube, da war mal ein Fluss. Oder ein See. Ich hab mich gerade nur gewundert, warum da auf einmal eine Lücke war. Ja, ja. Aber da sind sie nicht durchgekommen, ne? An der Stelle. Mhm. Haben sie sauber gehalten einfach auch. Haben sie noch nicht mal angegriffen, soll ich dich ein bisschen südlich davon ein bisschen, aber. Mhm. Also, dass man den Spider-Tron nicht auch steuern kann gleichzeitig. Oh, das finde ich wirklich irrsinnig schade, finde ich das. Mhm. Einfach ans andere Ende der Map geschickt. Mach's gut, Partybär, mach's gut. Ja, die Kontrolle über den Artilleriezug habe ich nach wie vor. Ich habe kein Problem damit. Wo ist denn der überhaupt? Wo ist der denn? Ich habe meinen Artilleriezug schon ewig nicht mehr gesehen. Ich würde ihn nicht wegschicken. Ich habe die Artillerie-Fernbedienung in der Hand. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Wo er steht, damit ich einschätzen kann, was er für eine Reichweite hat. Ja, aber ich finde ihn auch nicht mehr. Im Zweifel schieß einmal, dann wissen wir, wo es jetzt. Der hat bestimmt irgendwo an einer. Nach oben an die Mauer irgendwo. Ja, bestimmt, oder? Ich habe ihn ja eh schon. Da ist er doch. Ich habe ihn gefunden. Hast du ihn auch gefunden, Patsy? Sicher habe ich ihn gefunden.
Er fährt ja schon. Wo fährt er denn hin? Das würde ich gern wissen, ne? Das ist so ein... Halt einfach mal mit der Kamera auf mein AKW, dann glaube ich, werde ich den schon in der Nähe irgendwo finden. Meinst du? Also westlich davon läuft so eine Bahnstrecke lang, die sehr verdächtig aussieht. Meinst du da, wo gerade ein Zug drauf halten wird? Mhm. Das könnte tatsächlich mein Zug sein. Ja. Bei dir die Frage, ob er überhaupt die Reichweite hat, ob ich überhaupt das AKW treffe von dort. Weiß ich auch nicht, ob das reicht von da. Könnte ein bisschen weit sein. Sonst nur unten von der Uranproduktion könnte vielleicht ein bisschen näher sein. Weiß. Ja, und wo ist Koblu eigentlich gerade so? Fast von der Stromproduktion. Da! Ich habe in Speyer schon ein bisschen was über 100 Atombomben. Was? Also. Einfach mal, das Ende ist nahe, ja. Ja. I don't think so. Bleib einfach bei Parzibert stehen. Nee, warum werden wir gestohlen? Was soll denn das? 10 habe ich mal behalten davon. Nee, mir wurde alles rausgenommen. Was hast du wieder? Ich hab einmal alles rausgenommen, aber man hat es eben behalten, dass das wiederkommt. Alles andere bin ich nicht verantwortlich. Ja, ich hab dir dann wiedergegeben, Patsy. Ich würde nie. Alter, Code Blue, was ist denn bei dir? So, ich hab mich einmal leer gemacht. So, meine Lieben. Also, ich würde sagen, das war doch eigentlich ein fettes Projekt, oder? Ja. Hat auch eigentlich solide Spaß gemacht. Oder? Was meint ihr so? Als kleiner Zeitvertreib nach Icarus. Ja. Ein bisschen länger geworden. Das stimmt, eigentlich war es ja nur als so, ja, lass mal gucken, wie so wird und das Ding gemacht. Mal gucken, wie lange wir überleben. So haben wir eigentlich ursprünglich gestartet. Ein bisschen eskaliert. Bisschen leicht, ja. Wobei, ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich habe letztens in die 1.0 von Satisfactory reingeguckt. Mhm. Ach, ja, ein bisschen. Ja. Eventuell habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Hast du da auch ein bisschen reingeguckt? So ein paar Stündchen, eventuell vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, ja, und da ist mir tatsächlich eingefallen, dass wir ja schon mal eine Satis-Multiplayer-Geschichte laufen hatten. Wobei das, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Wochen oder so ging. Das ging nicht lang, ne? Nein, das, ich glaube, es waren 3 Streams oder sowas. Ja. Ja, aber mittlerweile brauchst du sehr lange, sag ich jetzt da gleich. Ja, ich habe es auch gemerkt, wo ich da ein bisschen reingeguckt habe. 9 Phasen und dann noch die Weltraumlift-Phasen. Ja, also, aber auch schön, ne? Also auch schön, dass bloß für sowas brauchst du einen Server, das hilft nichts anderes. Weil sowas lokal zu hosten, das hat damals schon nicht richtig funktioniert. Deswegen hat es mir dann auch irgendwann keinen Fun mehr gemacht, weil du zum Beispiel am Weltraumlift nichts gesehen hattest. Da hat sich einfach nicht bewegt. Nur beim Host. Es wird jetzt mit Sicherheit mit der 1.0 auch wieder besser sein. Aber sowas wäre zum Beispiel auch ein schönes kleines Projektchen für sie nebenbei. Aber da kann man ja noch ein paar Ideen austauschen. Ich glaube, Lenitz ist bei sowas auch immer am Start, oder? Ich hätte jetzt auch gern reingeguckt, aber irgendwie kam World of Warcraft dazwischen. Verstehe. Da ist irgendwie keine Zeit mehr nebenbei. Ja, ich verstehe das, ja. Ja, nee, aber was auf jeden Fall klar ist, dass das nächste Together-Multiplayer-Projekt ein bisschen dauern wird. Weil das ist, glaube ich, jetzt ziemlich klar geworden bei den Vorbesprechungen für die nächste Runde, dass die meisten momentan halt, oder dass jetzt zumindest eine ganze Weile lang erstmal keins kommen wird.
Weil es ja so ist, wie es immer ist, ne? Dann ist der nicht da, dann ist der nicht da, dann hat der keine Zeit und so weiter. Und das ist halt völlig normal auch. Und deswegen planen wir einfach ein bisschen länger vor und dann wird's schön. Mhm. Ganz genau. Ja. Wollt ihr noch speichern? Achso. Ja, warte. Moment. Nee, Entschuldigung. Speichern. So. Ein Safe ist durch, Parzibert. Du wartest die ganze Zeit schon drauf. Oh ja. Do it! Endlich ist es weg. Ich muss zum AKW. Jetzt so in der Nähe. Warte, entspannt. Ist der Zug schon da? Ja, ja, der ist schon da. Ich muss ihn nur wieder finden. Was? Ja, der ist schon da. Direkt ums AKW sehe ich gar keinen Zug. Also links da drüben. Direkt. Ja, aber das ist zu weit, oder? Hey, wo ist denn jetzt meine Fernbedienung hin? Weiß ich nicht. Blockierst du? Hab sie schon wieder. Nee, ich hab nichts geklaut. Ich war wirklich. Warte, ich schau mal, ob ich irgendwas hab. Aber ich hab, glaube ich, nichts. Dann zweifel was Zwerg, aber ich hab nur Atombomben geklaut. Nur das? Zum Glück. So, es wurde abgefeuert. Was? Echt, Moment! Ja, da fliegen sie, die Brüders. Da fliegen sie. Oh, kommt jetzt da. Wunderschön, jetzt jeden Moment. Einschlag. Ui! Detonation! Oh, das scheppert aber gewaltig, du. Mhm. Armer AKW. Boah, das scheppert aber richtig gewaltig, ne? Also, du bist bewusst, dass eine Kugel auch gereicht hätte, um das alles hochzuhängen. Du musstest da jetzt 8 rein. Ja. Acht reichen da nicht. Ich schieße gar nicht mehr. Das sind bestimmt 20 gewesen, die da reingeschäbert haben. Es feuert irgendwie anderer. Ich feuer da nicht. Ich feuer nicht. Ich drück gar nicht mehr. War sie einfach mal Nummer sicher, weißt du? Da haben wir ein AKW, da wird nie wieder ein AKW stehen. Da überlebt noch nicht mal mehr irgendein Bakterium da drin, ne? Das ist Wahnsinn. Eine wichtige Sache muss ich noch machen. Was denn? Nieder mit den Dampfmaschinen. Dampfmaschinen! Jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt unsere Energieleitung dazu? Euer Atomstrom ist ja jetzt komplett weg, ne? Das heißt, eigentlich müsste unsere... So viel. Ja doch, der Atomstrom hat uns nachts über drüber gehalten, oder? Ich meine, das war... Jetzt hat ja auch jemand alles weggemacht, ne? Und Dampfmaschinen waren ja unser Backup-Strom, der ist jetzt auch weg. Die Akkumulatoren sind halt noch voll. Einziges Problem ist, mein Stromschalter ist auch kaputt gegangen, das wollte ich gar nicht. Das ist jetzt eh wurscht. Und an der Mauer kommen die Bugs. Wahrscheinlich bald kein Saft mehr da. Das ist meine Vermutung. Ach, Saft ist noch genug da, glaube ich. Das glaube ich nicht. Ach, doch. Das sind ja noch Dampf. Das sind ja, wir waren... Strom hier. Wir waren vorher schon knapp am Limit. Und wenn ich mir das jetzt so angucke... Ja doch, die Erzeugung fährt gerade runter, aber ich weiß nicht, wie lange die Akkumulatoren nachts halten tatsächlich. Abreißarbeiten haben begonnen. Folge 1, Factorio. Also wenn ihr so weitermacht, fliege ich aus dem vom Server. Ich sag's nur. Ja, das denke ich mir schon. Schon mal bei. Die zerstören wir ja nur Sachen in der Hoffnung, dass da weniger Auslastung dann gibt. Nee, weil die baut's ja sofort nach. Ja, irgendwer schießt ja mit meiner Artilleriezug. Das bin definitiv nicht ich. Feuerst du da immer noch oben rein? Nee, ich schieß wirklich nicht. Also ich habe keine Fernbedienung für Artillerie. Woher schießt Lennon in der Base herum? Ich habe in der Base gerade zweimal geschossen. Also okay. Ja, dann warst das du. Da war es nicht einmal der Artilleriezug. Der hat ja noch mehr Wumms. Doppelwumms? Ja, hat viel mehr Wumms. Das ist aber irgendwann die Chance, dass...
ob du wieder aufholen kannst. Nein. Ich bin jetzt schon bei 470. Also, wenn, dann kickt mich vom Server. Zerstört alles. Ja, richtig. Die Produktion gibt's schon nicht mehr. Die Produktion ist schon down. Als die Mauer so leicht vor einer Atomexplosion aufgibt, das enttäuscht mich jetzt aber schon ein bisschen. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Mauer länger durchhält. Vielleicht mal mit dem Schutzschild. Oh. Und wie die Drohnen sich weigern und einfach wieder reparieren wollen. Nein, wir bauen alles wieder auf. Ja, aber die gehen auch dabei drauf, ne? Bahnhof kaputt machen. Inklusive Züge, die da stehen. Bitte? Welcher Bahnhof? Das Schwefelparadies und was das da oben alles Schönes mal war. Ja. Die Mauern auch. Tschüss, 8 Millionen wunderbare Fläschchen. Die ich alle mühsam per Hand gedreht habe. Per Hand! Alle! Ja, okay, bei der Artilleriezug weiß ich definitiv nicht mehr, wo er hinfahren soll. Ich habe ihn eigentlich da hergeschickt. Blaue Schaltkreise gab es auch mal. Ratsberg ist doch ein bisschen sparsam. Der Spiratron hat ein paar Atombomben. Ja, ich schau da. Ich bewundere das Feuerwerk gerade. Ich mache ja an Silvester auch immer so. Neujahr, juhu! Neujahr! Die Atombombenproduktion ist auch weg, dann haben wir keinen Nachschub mehr. Ich glaube, dass die Base können wir dreimal vernichten mit denen, die wir noch haben. So. Hat sie alleine schon, ja. So, jetzt schauen wir mal, was sagt denn unsere Energieproduktion? Müsste eigentlich ganz gut geben, weil die Hälfte der Verbindung zu den Schmelzen auch schon kaputt ist. Ja, wobei ist das nicht so redundant mittlerweile? Also die Stahlschmelze hat keinen Strom. Das aber, müsste aber auch gibt's das auch einzige mehr, sein. Problem ist, die Bauaufträge sind jetzt natürlich für Code Blue tödlich, ne? 30.000 oder was da noch offen ist. Mit dem Abrissbauplan über die Base gehen. Ich hab 10 Bomben verschossen. Da geht aber, glaube ich, auch nicht drauf, ey. Ja, die versuchen gerade das AKW wieder aufzubauen. Da dürfte es aber nicht viele Ressourcen für geben. Die ganzen Gebäude ist alle in der Hand gedreht. Ja. Ja, die legen die ganzen Förderbänder und alles. Oder sowas. Genau. Ich will eigentlich nur die Eisenschmelze noch kaputt machen. Das ist das Ziel, wo ich hier hinlaufe. Also die Käfer konnten uns nicht vernichten. Wir haben es aber geschafft. Wir haben Code Blue getrennt. Ihr habt es geschafft? Code Blue! Ach komm, für den Gag war es lustig. Ja, das stimmt allerdings. Ah, schön. Also die Bugs kommen nicht durch, ne? Nach wie vor nicht. Das wird jetzt wahrscheinlich dann demnächst schon passieren, weil einfach die Energie nach oben fehlt. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Nicht mehr schießen können. Genau, und dann haben wir nur noch die Flammenwerfer und die kriegen auch relativ wenig Sprit nach. Also irgendwann ist dann auch da Feierabend. Also jetzt glaube ich, sind nicht nur noch 290 Bautronen kaputt. Nee, ich glaube doch, das sind mehr inzwischen. Ein, zwei meinst du? Auch Logistikdrohnen eventuell. Transportdrohnen. Ja, wir haben noch 13.000 Logistikdrohnen im Einsatz und 18.000 Baudrohnen. Ich glaube, das Problem war, die meisten von denen waren am Rand der Karte unterwegs. Hm. Die kommen jetzt erst rein. Decken sich Word. Kommen nie wieder zurück. Was ist hier passiert? Heute Mittag werde ich zu Hause sein. Das traf nie ein. Ziel nicht erreichbar. Es wundert mich, dass der Zug jetzt sagt, der Ziel ist nicht erreichbar. Da weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte.
die schöne Arbeit vom Zwerg einfach mal zunichte gemacht. Ich finde tatsächlich, dass das Schöne an der Sache ist, niemand, das, was am meisten nervt zum Aufbauen, ist die Ölraffinerie, aber die steht immer noch. Und keine Atombomben mehr. Weil die Ölraffinerie, das ist das, was alle am meisten ärgert, wenn sie es aufbauen müssen, weil es so ätzend ist, ja, und die steht noch, alles andere nicht mehr. Plötzlich ist es so ruhig hier. Das ist so, man wärmt sich am Feuer. Ja, und jetzt stell dir mal vor, wir haben ja jetzt, unser gesamtes Lager ist im Prinzip weg. Ja, also wir haben ja keine Lagerstätte mehr für irgendwas. Das ist ja alles aufgelöst. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch verteilte Lager gehabt. Dann wäre das noch viel schwieriger gewesen, weil da immer irgendwo was zwischenliegt. Ja, jetzt kommen sie durch. Ja, aber jetzt kommen sie durch, ja. Ja, die kommen richtig, also die Mauer ist schon... Nee. Das gibt's doch gar nicht. Komm, die nächste Gruppe müsste hinten dran gleich kommen. Jetzt helfen wir denen schon, sie kommen noch immer nicht durch. Ja, wirklich. Die haben auch gar nichts drauf. Und die, aber die, dass da, die nicht schneller die Mauer reparieren, wundert mich eigentlich. Ja, ich habe auch absichtlich in ein paar so Drohnenhäufchen reingeschossen. Nee, ich meine, wir sind ja immer noch genug im Netzwerk. Aber, dass die nicht mit die Mauer anständig reparieren. Oh, hier liegen so ein paar Drohnen rum. Okay, das war's mit den Aliens. Ja, hier, die Drohnen, die sind die letzten Reste, die noch übrig sind. Und dann kommt Wall-E. Und darf aufräumen. Ja. Oh shit, Ölfabrik in die Luft sprengen, ist ein Feuerwerk. Ach du Scheiße. Wo bist du gerade? Ich hab gerade Öl. Ach, du machst Öl gerade? Und schieß rein noch. Hui, Feuerwerk. Schöne Holz-Kunststoffproduktion von Kunst. Ich hab die so schön aufgebaut. Stunden. Ich hab das Holz einzeln zu Kunststoff gelutscht. Der Geschwindigkeit ging es ja teilweise wirklich voran. Komisch, der Kohlezug kommt auch ohne Kohle an. Ja, da kommt nichts mehr. Weil es keine Kohleabholung mehr gibt. Der fährt nur der Tankstelle und Kohleanlieferung. Oh, jetzt hat's ihn erwischt. Jetzt hat's ihn an. Ah, die Explosion hat noch mitgenommen. Fährt er gar nicht mehr. Hat alles gegeben auf dem letzten Weg. Sie gibt auch alles. Ich gebe an. Endlich ist mein Spielstil da. Seit der ersten Folge, da hat er drauf gewartet. Endlich werden meine Atombomben gefordert. Ja, jetzt unser Netz ist auch mittlerweile getrennt. Also, mehrfach. Nur das, warte mal, das Außennetz läuft aber noch. Das hat noch genug Saft. Ja, es hat noch genug Saft. Aber die Akkus werden immer schwächer jetzt. Dafür, dass wir permanent irgendwo angegriffen werden, so mehr oder weniger, finde ich das schon. Die Akkus sind halt auf Hälfte runter, weil gerade Nacht war. Es wird gerade erst wieder hell. Ja. Also, Stromnetz ist noch mehr als ausreichend vorhanden. Weiß ich nicht mehr. Wir hatten da immer schon wieder Probleme gehabt. Ja, wobei, du hast schon recht. Wir haben es dann voll gemacht gehabt, die letzte Nacht. Ja gut, es gibt keine Verbraucher mehr, ne? Zu schmelzen und Fabriken sind alle außer Betrieb irgendwie. Irgendwie? Ganz komisch. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Mhm.
Also ich glaube, wir hätten das easy alles wieder aufbauen können, hätten wir unsere Lagerbestände am Bahnhof noch gehabt. Aber nachdem das zentrale Hauptlager jetzt auch noch down ist, Aber ich finde schön, dass das Raketensilo überlebt hat. Ja. Ja, das habe ich absichtlich verschont. So wie unseren allerersten Bahnhof, den habe ich auch absichtlich verschont. Oh, ist aber schon lieb. Also lebt mein Zug noch. Ja. Yay, der kann zwar noch so mehr hinfahren, aber er lebt noch. Auch der Zappes-Zug, oder? Ja. Ja, das habe ich nicht übers Herz gebracht, Zappes jetzt da einfach zu vernichten. Zappes-Zug ist, keine Ahnung. Nee, der ist schon irgendwo anders. Unten links irgendwo, der ist ganz weit weg. Er ist im Museum. Nee, der fährt jetzt noch zu Zappes nach Hause. Ja, das ist schön. Antiquität. Wenn er nach Hause kommt. Meine Lok lebt im Übrigen auch noch. Also aktuell. Das wurde mich eh, obwohl ich direkt vor dir auf deinen Füßen die Atombombe gezündet habe. Ja, das hat er nicht getroffen. Wenn Pazzi nicht nach Süden abdriftet, überlebt Zappes Zug den Weg nach Hause auch. Wenn er durchkommt. Also aktuell hat er noch einen Weg, der ganz ist. Versuche hier rauszukommen und zum Bahnhof zu kommen. Nope, das wird nix. Fürchte ich. Ich sehe immer nur die Blitze. Einfach egal wie schnell ich bin, überall blitzt. Fahrzeuge fahren komischerweise noch. Ich fahre gerade noch. Oder die fahren immer nur von Eisenerz irgendwo außen abholen zum ja. Tankstelle und wieder zurück. Wahrscheinlich. Zappes Zug ist direkt hinter dir. Du auf der Karte gesehen. Ja, huch. Man muss sich da geradeaus, ja, ne? Ja. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Hier blitzt ich überall. Ich hab Angst. Gleich. So. Home sweet home. Wird nur von Pazzi der Zug, wo auch immer der ist. Ja, mein Zug kommt schon, wartet kurz. Der kommt da nie wieder hin, wenn du die Gleise da weggemacht hast. Stimmt, der kommt dann nie wieder hin. Vernichtungsbär. Sag mal, Pazzi, hast du dich selber erwischt? Du bist doch voll beschädigt, was ist denn da passiert? Ah, ich weiß nicht, was du meinst. Welche Beschädigung? Das ist komplett kaputt einfach. 1000 Trefferpunkte, die dir fehlen. Ey, alles easy. Nichts ist passiert. Ja? Ach, Party. Was denn, Zwerg? Schön ist es so. Ich komme nur nicht vorwärts. Unglaublich lang gerade. Aber die Verteidigung hält, ja? Aber ich meine jetzt nicht mehr lang, jetzt kommt kein Öl mehr nach, aber... Ja, die letzten Ölreste gehen jetzt raus, ne, und dann merkst du auch. Ich weiß nicht, wie viel haben wir noch drin? Ja, ist noch ein bisschen was dran. Es ist ein bisschen was da, aber... Der Zug hat eine Route, wie er Öl besorgen kann. Oh, die eine Mauer ist durchbrochen im Übrigen, ne? Welche? Da. Ah ja, im Osten, ja. Wir haben ja noch von allem genug Strom, noch genug. Wie gesagt, es gibt ja keinen Verbrauch mehr und oben sind ja noch die riesengroßen Solarfelder. Na, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass sobald die Flammenwerfer mal irgendwann durchgebrannt sind, dass sie uns dann überrennen. Solange die Rohre überleben, ist genug Schweröl vorhanden. So hat noch eine Route, dass er Nachschub holen kann. Okay, ja gut. Ja gut, dann halten wir vielleicht eine ganze Ecke noch durch. Jetzt eine Atombombe auf Zwerg.
Und dann? Dann war's es. Aber wieso denn nur Partybert? Atombombe in die andere Richtung. In welche andere Richtung? Naja, von dir auf Zwerg, sondern halt in die andere Richtung. Ausruhen, ob der Spyderton was aushält. Nee. Ist ja alles für die Forschung. Spyderton hält keine Atombombe aus, das habe ich schon getestet. Ja, mein Party ist auch ultra beschädigt im Übrigen. Also da ist ja fast nichts mehr drin. Meinst du, lohnt sich gar nicht? Ah, das Party ist down. Ja, stimmt, der Lucius hat eine richtig gute Frage, eine wichtige. So ein Atom-Mara-Blitz ist ja ziemlich hell, wegen den Solarpanelen. Die müssten ja kurzfristig erheblich mehr Strom produzieren. Nun. Pazzi, wo willst du hin? Pazzi geht einfach. Überfliegen. Pazzi geht einfach, ey. Ja, Pazzi ist einfach weg. Pazzi lost. Ist doch geflüchtet. Wo ist eigentlich Cold Blue? Ach, der ist vom Server geflogen, oder? Ja, ja. Du Lennitz, willst du was fangen? Ach so, ich bin auf der Karte, ich guck zu. Hui. Lennitz! Lennitz! Hatte nichts mehr, um mich zu wehren. Oh nein! Lennitz hat mich gefangen. Was? Aber jetzt da merkst du halt auch wirklich, dass die ganzen letzten Bauroboter alle jetzt mit Reparaturaufträgen zu geballert werden. Da geht nichts mehr. Nee. Also für Aufträge sind es gar. Mensch. Ja, ja gut, aber das ist die Berechnung. Wenn vorhanden sind, die irgendwas bauen können. Kommt zu mir, meine Freunde. Die letzte Atombombe. Das hat mich auch noch erwischt. Ja. Oh je. Ich hab nur zu meiner Leiche laufen. Ich hab eine einzige abgeschossen. Ja. Das war die jetzt. So ist es also. Ich hab dem Ganzen ein Ende gesetzt. Warte kurz. Ja. Wenn Barzi wieder ich bin auch raus. Ja. Wenn Barzi wieder randaliert. Zwerg hatte keine andere Möglichkeit mehr. Schnell Zwergs Leiche plündern, also sind Atombomben. Ja, 4 Stück oder 3 Stück oder so. Es müsste eigentlich auch gar keine mehr geben, oder? Partybert! Nee, jetzt glaube ich, gibt's keine mehr, weil ich habe die letzten hab ich in Spider-Drone drin gehabt und den Spider-Drone hast du ja zerstört. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass die so weit fliegen. Ich dachte eigentlich, die fliegen gar nicht so unendlich weit. Weil ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich weit weg losgeschossen. Die hast du ja gar nicht kommen sehen. So, einen letzten habe ich noch, da können wir zu dritt drauf gehen. Ja, einmal hier, Partybert, komm hier hoch mit Lenitz zusammen. Ein bisschen. Komm, eine letzte Gruppenumarmung. Ich bin, es ist bei mir ist einfach PowerPoint. Noch. Ja, na klar, es ist einfach viel zu viel, was die berechnen müssen. Komm, eine letzte Umarmung und Lenitz drückt den Knopf fürs Weltall. Fliegen wir einfach zusammen hoch. Und Cold Blue ist schon Rakete. Da. Cold Blue, wir ohne kommen. Rakete. Wir kommen, Cold Blue. Das war jetzt noch viel dramatischer, als was der Effekt war, bis Lenitz die Atombombe gezündet hat. Ja, hoch. So. Ja, Leute, das war's. Das war Factorio 2024. It was so much fun. So much fun. So, yes. Schluss aus, Ende. Schluss aus, Ente. Ente, 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 Ente. Sag endlich ganz. Oh, ich habe ein flüssiges Factorio-Bild im Hauptmenü. Geil, so schnell war es noch nie. Schön war es, wirklich. Hat Spaß gemacht. Ja, und wie immer... Zumindest die letzte halbe Stunde war es nicht flüssiger als wie jetzt im Hauptmenü. Ja, gut. Mhm. Ja, nee, aber dann merkst du schon, dass das Ende jetzt hätte kommen müssen auch einfach.
Weil lange wäre das nicht mehr. Also es ging ja eigentlich schon beim letzten Mal nicht mehr so wirklich. Oder beim vorletzten Mal. Das ist jetzt einfach dann too much gewesen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, ganz cool und ganz gut gewesen, dass wir es jetzt dann noch beendet haben. Auch wenn ich die Donnerstage sehr vermissen werde. Gerade im Moment. Donnerstag? Ja, aber es ist doch schon immer sehr schön, das weißt du. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn Satisfactory anstehen sollte, irgendwann mal wird es computertechnisch auch wieder schwierig. Satisfactory ist auch ein bisschen anspruchsvoller eigentlich. Wobei Satisfactory auch so überhaupt nicht, also hat mich noch nie gecatcht. Dementsprechend, das wäre nichts für mich an der Stelle. Mhm. Aber ich meine, ich muss ja nicht jedes Mal dabei sein. Also ist ja alles gut. So. Sag endlich ganz bäh. Schönes Zitat. Ja, nee, also wir werden sehen, was auch als nächstes kommt. Vielleicht kommt auch nochmal ein Zwischending da, wo man so ein kleineres Projektchen mal für 2-3 Streams einlegen oder so. Nee. Ich dachte dann eher an mal was anderes. Aber das finden wir schon auch raus und das wird auch bestimmt ganz lustig. Cool. Ich danke euch auf jeden Fall für dieses wunderbare Projekt. Danke. Vielen Dank, dass wir wieder mitmachen durften. Und wir hören uns bald, hoffe ich. Möglicherweise, ziemlich sicher. Möglicherweise. In diesem Sinne, haut rein, ihr Lieben. Ne? Haut rein, ciao, Leute. Tschüss. Ciao, ciao. Ach, schön war's. Schön war's, Leute. Ja. Es war jetzt so ein bisschen, ich war auch am Ende ein bisschen stiller jetzt auch, weil da so eine gewisse Wehmut auch einfach mitgeschwungen ist. Man hat das alles aufgebaut und ich war dann so da gesessen und habe mir gedacht, boah, und jetzt geht alles dann so ein Bach runter. Es ist eigentlich nicht mein Ding. Ich überlege mir dann immer, wie könntest du das jetzt wieder aufbauen? Ja, aber unterm Strich, es war ein schönes Projekt, es war eine tolle Truppe. Und wir werden mit Sicherheit wieder mal irgendwann in Factorio gehen, vielleicht in einem Community-Projekt, in einem größeren. Dann brauche ich aber auf jeden Fall, muss das anders geplant sein mit den Aliens. Das muss von vornherein auf Bitterböse eingestellt sein und auch funktionieren und auch safe funktionieren. Das wäre zumindest der Traum, wenn dem so wäre. Für den Fall dazwischen, falls es mal so ein kleineres Projektchen gibt, wo ich den einen oder anderen aktivieren könnte, mal gucken. Könnte ich mir auch schön vorstellen. Ja. Ach, die Alien Orbs nicht nutzbar waren. Ja. Das ist, auch daran lernt man wieder ein bisschen. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir mit Mods nochmal deutlich besser unterwegs. Ich habe da jetzt viel in dem Projekt auch lernen dürfen, wie man Mods in Factorio nutzt. Ja, das kommt und wir werden sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, so ein Satis-Projekt, das muss jetzt nicht direkt ein Projekt draus werden, aber so ein ab und zu mal so eine kleine Runde, hätte ich auch irgendwie Lust drauf, mal so eine Mega-Base bauen. Könnte ich mir schön vorstellen. Koblu hat ja gesagt, das ist eher nicht seins. Das ist auch fein. Das ist auch in Ordnung. Ne? Moment, das ist halt, ich suche natürlich eher priorisiert Spiele, wo alle mitmachen, wo alle Bock drauf haben. Das macht dann, da ist dann die Gruppe auch einfach wieder, oder die Truppe gesamt wieder vorhanden. Das ist auch schön. Ne? Guti. So, ich bin raus für heute und wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Wir sehen uns morgen 18 Uhr zu Timberborn. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich aktiviere jetzt mal die ganzen Alerts. Da kommen jetzt, rumpeln jetzt so ungefähr die nächsten 3 Stunden lang alle 5000 Follower, die mir gebottet worden sind, rumpeln da durch. Danke für gar nichts. So. Und wir sehen uns morgen in alter Frische. Bis dahin, gutes Nächtchen, schönen Start ins Wochenende und abends sehen wir uns ja. Haut rein! Bis morgen. Schibidü.